Sie sind hier, 1. Dezember 2018, 14.52 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jeremy Doziat brachte den FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden in Führung. Urheberrecht Getty Images Hamburg. Der FC St. Pauli tritt in der zweiten Bundesliga weiter auf der Stelle. Gegen Dynamo Dresden verpasst der Kiez-Club durch ein spätes Tor einen wichtigen Sieg. Der FC St. Pauli hat im Rennen um die Aufstiegsränge in der 2. Bundesliga Anschluss 2 Punkte liegen gelassen. Die Hamburger kamen gegen Dynamo Dresden nicht über ein 1:1, 0:0 hinaus und liegen nun 2 Zähler hinter dem Tabellendritten Union Berlin auf dem 4. Platz. Die Sachsen stecken im Mittelfeld fest. Die Tabelle der 2. Bundesliga, Müller schockt St. Pauli kurz vor Schluss. Jeremy Doziat brachte vor 29.546 Zuschauern kurz nach der Pause, 47. die Gastgeber, die in den vergangenen 10 Spielen nur eine Niederlage kassierten, in Führung. Dresden, seit 4 Partien auswärts sieglos, glich durch Yannick Müller aus, 86. das Spiel zum Nachlesen im Ticker. Die Highlights der Freitagsspiele in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga ab 22.15 Uhr im TV auf Sport 1. In der ersten Hälfte schwiegen die Fans im ausverkauften Stadion aus Protest gegen die Zerstückelung der Spieltage. Darunter schien vor allem die Mannschaft von Trainer Markus Kautschinski zu leiden, die ohne die gewohnte Millantor-Atmosphäre kaum etwas Konstruktives zustande brachten. Außer einem Abseitstor von Waldemar Sobota, 19., gelang in der Offensive nichts. Spielplan und Ergebnisse: Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 2 Minuten, bis die Hamburger mit der üblichen Unterstützung ihres Angangs das 1:0 erzielten. Der Schuss von Sami Alagi wurde noch abgeblockt, Doziat traf im Nachschuss. Der späte Ausgleich war allerdings aufgrund der Spielanteile verdient. Von Sportinformationsdienst.